Hello, ich habe gedacht, ich setze mich doch mal vor die Kamera für dieses Video, denn ich habe ja vor einiger Zeit schon mal einen Speedrun gemacht und da gab es durchaus Probleme in der Kommentarsektion, die nicht so cool waren, obwohl ich im Vorhinein was darüber gesagt habe, warum, was, wieso, weshalb, so ist, wie es ist, aber es wurde trotzdem nicht gerafft. Deswegen dachte ich mir, um dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, setze ich mich diesmal hier hin. Ich habe ja vor geraumer Zeit schon mal einen Speedrun gemacht, ne? Diese Zeit war dann ungefähr, ich glaube, es waren so 2,5 Stunden oder so, um Island durchzuspielen. Mittlerweile sind die Speedrunner besser geworden, haben bessere Wege gefunden und der aktuelle Weltrekord liegt bei 1 Stunde und ich glaube 11 Minuten, was wesentlich schneller ist als zu der Zeit, wo ich damals meinen Speedrun gemacht habe. Also habe ich mir das Ganze angeguckt. Ich habe mir gedacht, ey, wie machen die das? Die müssen irgendwas herausgefunden haben, dass die so viel Zeit sparen können. Habe das Ganze analysiert, habe es geübt und habe es reproduziert und habe jetzt meinen eigenen Speedrun mal wieder gemacht, der, wie ihr natürlich an der Länge des Videos schon sehen könnt, deutlich kürzer ist als der letzte. Aber die genaue Zeit verrate ich euch noch nicht, das seht ihr dann am Ende des Videos. Oder wenn ihr mir das dahin skippt, weil ihr neugierig seid. Ist aber auch egal. Ich wollte auf jeden Fall nur gesagt haben, dass das Ganze, so wie es hier ist, bevor ihr euch das anguckt und denkt, das ist ja Cheaten, das ist ja voll Bug-Abuse, die Settings sind ja übel hoch, ist ja voll einfach. Denkt bitte daran, das sind immer die Umstände, die es machen, ne? Ihr müsst bedenken, ein Speedrun sieht so aus, dass man möglichst schnell alles möglichst perfekt schafft. Und da mal eben zu sterben oder sowas ist grundsätzlich keine Option, weil es viel zu viel Zeit kostet und in den meisten Fällen den ganzen Run versaut. Also nur weil die XP-Rate so hoch ist, dass ich direkt von Anfang an Max-Level bin, bedeutet das noch lange nicht, dass es deswegen einfach ist. Ne? Und glaubt mir, die Schwierigkeit bei einem Speedrun ist wirklich nicht das Leveln oder das Bekämpfen der Bosse. Ne? Die sind alle nur Mittel zum Zweck. Es geht nur um Geschwindigkeit. Schnell durchspielen, unter solchen Umständen, dass es competitive ist. Und wenn es Vanilla wäre, wäre es nicht competitive, weil es Monate dauern würde. Also ich sag's nochmal, an der Stelle, ich verlinke auch die Regeln und so alles in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu speedrun.com, wo ihr das nachlesen könnt. Alles, was ich mache, ob es Bugs sind, ob es Glitches sind, das ist alles erlaubt, so wie ich es gemacht habe. Deswegen heißt die Kategorie auch Any Percent. Any Percent bedeutet bei Speedruns lediglich, dass man das Spiel von Start bis Ende durchspielen muss. Egal mit was für einem Fortschritt. Ja? Heißt, wenn ich es jetzt schaffen würde, das Spiel durchzuspielen, ohne einen Boss zu besiegen, dann wäre auch das erlaubt. In einer Kategorie, die zum Beispiel 100% heißt, wäre das nicht erlaubt, weil da muss man das Spiel zu 100% durchspielen. Naja, das wollte ich nur zu Beginn noch sagen, um das vielleicht ein bisschen abzudämpfen diesmal, dass wieder nicht so viel Quatsch darunter steht. Ja, aber ich meine, wir sind hier im Internet, ne? Also von daher, naja, vielleicht bringt es ja was, im Gegensatz zum letzten Mal, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Falls ihr euch jetzt zum Anfang wundert, worüber ich am Quatschen bin, das galt noch dem Run davor. Man muss nämlich am Anfang immer die Settings zeigen, weil sonst könnte man ja betrügen. Deswegen scroll ich da durch und rede noch über den Run von davor. Also hat nichts mit irgendwas zu tun, falls ihr euch fragt, wovon redet der. Ist komplett irrelevant. Ja, wir gehen rein und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jetzt aber wirklich der Letzte. Jetzt no matter what, egal was passiert, auch wenn so eine Scheiße passiert, Letzte. Die waren nicht overweight. Die waren einfach nur so tief im Wasser, dass sie so gerade eben nicht gestorben sind, aber sich auch nicht bewegen konnten. Das ist mit einer der Gründe, warum die Ichthys halt häufig sterben, ne? Weil die manchmal einfach aus dem Wasser rausschwimmen und dann daran verrecken. Nur, dass die es irgendwie noch geschafft haben, so gerade eben am Limit zu sein, aber halt trotzdem, die Hitbox von denen ist auch gigascuffed. Ichthy-Hitbox ist viel größer als der Fisch an sich und deswegen ist das passiert. Bonusrunde. Yes, aber letzte. Da ist direkt ein Ichthy. Geil. Wenn der Mann nicht tot ist. Hallo. Oh Gott, Alter. Wenn das Spiel einfach manchmal die Klicks nicht erkennt, ne? Ey, ich bin ein YouTuber. Erkennst du die Klicks nicht?
Okay, er ist nicht stuck und er ist auch nicht tot, denn er ist nicht mehr da. Das ist ein Indikator für sein Leben. Aber das ist gut. Dann brauche ich auf jeden Fall nicht zum Berg hoch zu gehen. Weil es gibt ja definitiv einen hier unten. Spart eine Menge Zeit oder so, ne? Hoffentlich. Wer aufgibt, hat schon verloren. Jetzt kommen hier die Weisheiten, ey. Ich sah, wie... Alter, wie viel Fetch konnte ich an diesem Baum abbauen? Ich sah, wie es ist, ne? Es wäre halt schön, überhaupt erstmal so einen Run wirklich bis zu Ende zu bringen. Das wäre mir schon viel wert. Am liebsten allerdings halt direkt in einer guten Zeit. Ich glaube, die Schwierigkeit bei den Arc-Speedruns ist ja halt nicht nur eine gute Zeit hinzulegen, sondern überhaupt zu überleben. Ich meine, Ghost hatte jetzt vorhin gesagt, er hat es noch nie geschafft, einen Run zu Ende zu bringen. Das ist halt schon wild, so. Und ich habe es auch erst einmal geschafft und das ist der auf YouTube und das ist der, der halt fast 3 Stunden ging, ne? Das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Gerne weiter hier hinten hinstellen, um ehrlich zu sein. So ein bisschen mehr auf Kurs, sag ich mal. So, ich tiefe irgendwo over here. Oder more like over there. Ja, war viel weiter hier hinten. Ich habe den hier vorne bei diesem Korallenschorsch gesehen. Hier war der irgendwo. Ah, da. Nee, hä? Das ist ein Hai. Da ist er. Ja, der war ja übel getarnt. Hab ich einfach nicht gesehen. Ach, das ist Freshy. Gute Nacht. Schlaf gut. Schneller klicken! Ich habe gleich keinen Sauerstoff mehr. So. Abfahrt, Abfahrt. Mischst du dein Y-Food-Powder eigentlich mit Milch oder mit Schlagsahne? Mit Schlagsahne? Tatsächlich benutze ich das... Puder, das Pulverzeug so gut wie nie. Und wenn, dann eigentlich mit Milch. Nur jetzt aktuell halte ich mich ja ein bisschen von Milchprodukten fern. Aus Gründen halt. Ne? Vermutung des eventuellen Probleme mit Milchprodukten. Okay. Das war ein ziemlich wilder Jump ins Ungewisse. Das gefällt mir nicht. Wenn die so früh aggro sind. Okay, dann nehme ich einen anderen Weg. Tschüss. Idioten. Tä. Nein. Wenn das Mapping mal wieder scheiße ist. Und man einfach als Charakter gegen eine Stelle läuft, wo man eigentlich drüber laufen sollen könnte. Könnten solle. Könnten solle? Sollen könnte. Was hat er so geschrien? Ich sag ja, ne? Nekatus wäre sowas nicht passiert.
hell. Brass, ist hell. Any Trilobiters? No? Okay. So I'm gonna get some oil. Give me meat. Das war schnell. Ich glaube, schnellster Start tatsächlich bisher. Schon krass. Krezi, krezi, fast. Wie geht es Ihnen und Ihrem Bauch? Ja, also ganz jetzt gerade eigentlich ganz okay wieder seit ein paar Tagen. Es ist irgendwie sehr random. Aber ist okay. Du wirst nur noch schneller. Ja, aber das ist halt nicht consistent schneller, ne? Deshalb, wenn es halt wirklich gut läuft. So dieses, dieses Schnellsein oder das Schnellsein durch schnelle Skillen und so. Das sind so Sachen, die sind die werden halt automatisch schneller, wenn man warm gespielt ist, sage ich mal. Dann ist man da recht fix drin. Das mit der Skillung und alles. Der Rest ist halt einfach extrem glückabhängig, ne? Glücksabhängig. Rekmasdam, dankeschön. Von daher möchte ich mir da gar nicht allzu viel drauf einbilden. Oh, die Aale sind losgegangen. Das könnte sein, dass die mich jetzt blocken. Das war schlecht. Ja. Lost. Loste Aale, loste Aale. War ein Tuzo. In dem Mesh. Versteckt. Im Moment verschiebt sich meine Streamingzeit immer viel zu sehr mitten in die Nacht hinein. Das ist ein bisschen Arsch. Mag das nicht. Ich bin kein Fan von so Nachtstreams. Nachtstreams gucke ich mir gerne an. Aber Nachtstreams? Na. Sind das Trilobits? Nein. Schade. Das Trilobits? Nein. Trilobites, Trilobites. Ich hätte gerne ein paar Trilobites. Ob die Bites heißen, weil sie Snacks sind? Also übrigens auch noch so eine Nummer. Ich warte auch noch auf den Moment, wo wo mein Ishti da draußen von der Gruppe Mantas gefressen wird. Jeet, ich muss hier durch. Bitte, danke, Entschuldigung. Kann ich da mal vorbei? Kurz gebounced, aber nur halb so wild. Gute Lava Cave bisher. Ah, der Slow war jetzt nicht notwendig. Mein Stamina ist auch nicht mehr so dolle. Dann laufe ich mal eine Sekunde ein bisschen langsamer. Kein Bock, oben out of stamp zu gehen. Beziehungsweise einmal gerade den machen. Du läufst in die falsche Richtung, Kollege. Gute Lava Cave.
Bonk. Warum wurde jetzt hier mein Ishti umgarnt? Das finde ich aber auch nicht gut. Was fehlt mir eigentlich? Ich habe immer noch kein Chitin, ne? Ich brauche noch Chitin, ich brauche Poli. Chitin, Poli. Wichtig und wichtig. Gammelschosch habe ich. Cooked Meat wird gegessen. Zwei Happens. Weiter geht's. 24 Poli da, stimmt nicht ganz. Da sind die Trilobets. Jeet, rein in die Bites. Nein. Boah, ich dachte schon, Alter. Ich war schon... Na? Ich wollte schon nicht sagen, wie es ist. Das kommt mit, der Rest kommt weg. Ja, ich glaube, dafür steht der Name Trilobit nicht. Es fehlt nur Poli. Und ich bin recht fest, ich bin recht fest. Hab mein Spoiled Meat gerade bekommen, auch nicht verkehrt. Wunderbar. Muss noch dran denken, genügend Narcos mitzunehmen gleich am Strand. Boah, ich hatte zwei Runs in Folge, auch echt Glück mit dem PT, ne? Hier ist schon wieder so ein Basi, der sich verlaufen hat. Also irgendwas stimmt hier oben mit dem Basi-Spawn nicht an der Stelle. Hier sind viel zu viele Flachkörper-Basis. Die hier eigentlich gar nicht leben dürften. War das eine Ente? Nein. War leider kurz abgehoben. Kein Entengame. War da ein Krokodil? Capro. Na gut, okay, sagen wir mal, das wird gut gehen. Scheiß Barihu nix. Absolut nicht gut. Aber kann mir hier eigentlich nix? Let's go, Gamma. Gamma, let's go, Gamma. Boah. Es fängt schon an, dass ich einfach nur Scheiße vor mich her sabbel. Weil ich das Gefühl habe, dass ich überhaupt irgendwas... Oh, das war schlecht. ...zum Ausdruck bringen muss. Das war so nicht geplant. Aber das ist egal. Links und Yeet. Wunderbar, perfekt. Ich habe auch schon wieder ein Krokodil unter mir gehört. Oh, shit. Okay. Also ich sag, wie das ist. Ohne den Fallschirm wäre ich vielleicht tot gewesen. Das waren halt mal mindestens drei. Vielleicht sogar vier. Und ich brauch Stump. Mal gerade kurz an der Stelle einen The Rocks Hass Clip einblenden. Moin. 0,01 Reaktion, Fledermaus. Ich bin aber langsamer als vorhin noch, ne? Sogar, ich glaube, ich bin raus. Also bei dem Perfect Run gerade eben, den ich gegen die Wand gefahren habe, war ich, glaube ich, bei 15 Minuten sogar schon wieder draußen. Scheiße. Oder täusche ich mich?
Aber ist trotzdem noch schnell. Anyways. Nein. Ich schieß da hinten am Arsch der Welt. Keine Ahnung, was der hier macht. Aber der wird wohl irgendwas angegriffen haben. Hat wohl alles seine Richtigkeit. Kurzer Monk-AS-Moment. Bari hätte mich gerade bumsen können. Aber hat er nicht. Also alles gut. Stattdessen habe ich dem Bari Feinstaub gegeben. Ja, 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 ja. Autsch. Ah, das war ein bisschen unnötiger Schaden. Okay. Ruhig, Konzentration. Was mache ich hier für eine Scheiße? Ich will schnell sein, ja, aber ich will auch lebend ankommen. Nicht so viele Rampen benutzen. Excuse! Was war denn das? Palololololo, aber okay. Ich glaube, das wäre auch ein First-Timer gewesen, dass ich in der Cave gestorben wäre. Also holy, Alter. Da haben sie sich einfach beim Spawn gedacht, wisst ihr was? Nee, heute rast er uns hier nicht durch. Errichtet eine Mauer. Junge, dann stellen die sich da alle in Reih und Glied. Und machen da eine Komplettblockade, ey. Oh, wild. So, Ente steht auf dem Plan. Es ist wichtig und richtig, Enten zu jagen. Zumindest hier. Wir brauchen das Polymer. Mensch. Ich habe übrigens jetzt auch bei dem, jetzt reflektierenderweise mir gedacht, so, wo ich mir den Run von der Weltrekordhalterin angeguckt habe. Habe ich an manchen Stellen auch gesagt, so von wegen, oh geil, Entenpock. So von wegen, oh, das habe ich aber besser gemacht, als ich es geübt habe. Ja, das mag sein. Aber scheiß Arc-Runs gehen halt so lange, dass, um ehrlich zu sein, ich packe hier gerade mal noch ein paar, ne, das mache ich gleich, wenn ich Pete tame. Ich das, ja. Das ist halt Arsch, so. Keine Ahnung, ja. Ich habe auch Sachen schlechter und besser gemacht. Und, ne, speziell in der Ice Cave habe ich mir das gedacht, so von wegen, oh, das war aber nicht so gut. Wenn man denkt, wie lang die Runs gehen. Da ist halt auch irgendwann ein bisschen der Fokus vielleicht im Arsch. Oder es passiert halt mal irgendeine Scheiße. Ich merke das ja auch, hier passieren immer wieder Sachen. Random. Die bisher vorher noch nie passiert sind. Und das ist jedes Mal aufs Neue ein Problem, weil man sich auf die Situation genau in dem Moment dann einstellen muss. Und damit arbeiten muss. Siehe die Aktion mit der Grappling Hook vorhin. Hier ist ein Pete, das ist gut zu wissen. Aber ich hätte mir, ohne Scheiß, ne? Ich hätte mir das so gegönnt, dass mit so einer Ice Cave überhaupt noch bis ins Ziel zu kommen, weil die war schon echt frech. Aber dass die halt, oh, das war so sad, ne? Ich finde, ich habe halt echt gut reaktiv gespielt in der Situation. Muss ich mich mal selbst loben. Aber dann wurde ich halt trotzdem vom Game verarscht. Durch zum einen dieses Pullover. Na gut, naja, okay, eigentlich wurde ich nur durch das Pullover verarscht, weil
Den Rest, der Rest war my bad. Das war zu spät, Faye, sag ich doch. Ich konnte da, ich habe es zu spät wahrgenommen. Du hattest recht. Hätte ich einen Stream mit 5000 Viewern, dann hätte ich das vielleicht mitbekommen, weil dann direkt 1000 Leute irgendwie gespammt hätten oder so, von wegen Lowlife oder sowas. Aber dann auch nur eine Person? Ist schwierig, das dann aus dem Augenwinkel zu raffen, weißt du? Hast du auch. Was für ein Bullshit. Hab ich nicht. Ja, das scheiß Pullover. War aber auch weird, dass es überhaupt gekommen ist, ne? Eigentlich kommt in diesem Tunnel kommt eigentlich nichts. Ne? Das war wirklich das erste Mal, dass da überhaupt irgendwas gekommen ist. Aber dann halt direkt so, dass es mich komplett vernichtet hat. Also nicht komplett, weil ich hab's ja überlebt, aber schon ziemlich krass vernichtet hat. Wisst ihr was? Ich gehe direkt zu dem Pete, wo ich weiß, dass er da ist. Ich hätte zwar sofort in die andere Richtung schwimmen können, aber ich habe noch überlegt, zu dem anderen Strand hin zu eiern. Aber ganz ehrlich, ich nehme das, wo ich weiß, dass es hier ist. Wenn ich jetzt nicht vergessen hätte, wo es war. Ich glaube, es war hier. Ja, da ist er. Jetzt fehlt mal wieder nur Stone. Ist okay. Oh nein, jetzt mach aber jetzt nicht. Mach jetzt nicht den Wasserflieger. Macht er nicht, okay. Was ist das denn für eine Ecke hier? Wie soll denn hier ein Spieler spielen? Oh, da ist ja noch einer. Junge, was? What is this movement? Ach du Arsch. Wild. Ist die tot? Ist zum Glück egal. Nein, jetzt ist er gerade runtergekommen. Hat so eine Fake-Landung hingelegt, die Sau. Komm runter. Naja, es sind halt einfach Orte, also zum Thema entdeckt das erste Mal Island. Das sind halt einfach Orte, an denen ich noch nie, also da war ich tatsächlich noch nie, weil es keinen Grund gibt, dort zu sein. Hier ist ja nix, da in der Ecke. Also bei diesen Steinen, was soll man da machen? Base bauen? Denke nicht. Oh, ich brauche Wood. Lass mal direkt wieder ein bisschen Meat hier ran scheffeln. Da fehlt mir noch wieder Hide und Fiber. Aber erstmal kochen. Kochen ist wichtig und richtig. Also wird das getan. Oh geil, hier ist Meat und Hide. Hide meine ich. Meat habe ich ja. Alles gut. Terra-Sattel check. So, mehr Narcos. Das sind Steine. Splitten noch. Hab schon gesplittet. Boah Gott, ey, schockt mich doch nicht so. Kurz Herzinfarkt bekommen, ey. Der gute alte E. Man kennt ihn, oder? Den E-Tame. Steine brauche ich noch, das ist okay. Kriegt schon mal ein bisschen Weight, Kollege. 273, eigentlich auch viel zu viel. Aber egal. Wood and Stone, gar kein Thema. Du hörst auf damit. Schön. So, dann brauche ich noch eine Foundy. Den Mörser habe ich.
Noch ein paar Narcos. Reicht, perfekt. Das Meat kann weg, wiegt eh nur dumm. Das kann weg, das Holz kann auch weg, muss ich gleich holen. Metal kann weg, das kann weg, ein Stack davon reicht. Das kann weg, passt, oder? Ich glaube, ich habe alles, ich hoffe, ich habe alles. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was ich vergessen haben könnte, schreit. Ich glaube, ich habe alles gemacht. Foundry habe ich habe Forge, das sind die wichtigsten Sachen, die kann ich oben nicht farmen. Ich muss gleich daran denken, noch Dingens mitzunehmen. Wood for Repair. Wood nehme ich am Anfang mit. Oben. Also nicht am Anfang, sondern am Fuße des Berges. Da nehme ich das Wood mit. Kostet halt auch viel Zeit, hier gerade so hier lang zu fliegen, ne? Naja, aber viel mehr hätte ich eh nicht sparen können. Ich habe halt den Pete auf Safe mitgenommen. Bei meinem Glück sind da vorne am Strand Pete's. Aber egal. Sleeping Bag gerade auch noch unnötig. Brauche ich aktuell nicht. Macht halt schon was aus, wenn ich hier einen Pete tame, ne? Kostet mich... wahrscheinlich so ungefähr... ja, da sind zwei Stück wild. Es kostet mich halt zwei Stamina-Pausen, ne? Ja, aber woher soll ich das wissen? Das ist das Problem. Ich hab extra gesagt, ich nehm den Safe Way. Ich habe einen gesehen, also packe ich ihn ein. Das ist nicht gut, Faye. Don't you dare to kotz. Be right back, Gonrak. Wann war ich gerade eben beim Berg? So, damit ich ungefähr... Vergleichswert habe. Weiß das noch jemand? Oder sind da noch Leute von da, die das miterlebt haben? Ich glaube, ich war schon auf dem Berg. Da waren es noch, war noch eine 2 vorne, oder? Du bist ja gar nicht, du hast ja gesagt, be right back, nicht back. Never mind, sorry. Es wäre geil, wenn hier einfach ein Rudel Wölfe wäre. Wo denen nichts passiert, wo ich genau weiß... Nevermind, da ist ein Newtie. Wäre nicht geil, wenn die hier sind. Ich achte auf die Zeit nicht. Wild. Ist sehr sad. Abfahrt. Niemand hat Ahnung. Das ist sad. Meine Maus war oben beim Timer hochgerutscht. Ist immer noch beim Timer, die soll da weggehen. Circa 30? Na gut, das bin ich jetzt auch. Sammeln, sammeln, Bumble. Buh, ticke, 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 da. Juckt keinen die Zeit. Ja, mich schon eigentlich. 29, 20. Dann wär ich ja sogar recht even. Tatsächlich. Fände ich gut. Also hier mit der vorbereiteten Menge an Narko hochzukommen, ist schon viel wert, muss ich sagen. Oh. Dumm K ist dumm. Auch ein Holz. Nicht vergessen, ein Holz mitzunehmen. Bin sogar schneller? Wirklich, Leon? Krass. Das ist wild. Das hätte ich nicht gedacht. 16, 17... Smithy kann ich nachher auch noch machen, tatsächlich. Habe ich vorhin nur gemacht, weil ich warten musste. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Noch 6 Crystal. Noch 2 und hab genug. Holy crap, you're quick. Oh shit. Reicht das Leder? Ja, reicht. Okay. Ich bin sogar zu schnell. Das Metal ist noch nicht durchgebrannt. Das bedeutet, ich kann nochmal ein weiteres Campfire aufstellen. Was mir nichts bringt, weil ich habe keinen Meat. Also scheiß mal drauf. Machen wir das so. Können Pilze. Ja, ich habe halt gerade keinen Hunger, ne? Ich brauche eigentlich keine Pilze. Craften wir schon mal. Das ist das letzte Metal. Das, was in der Forge noch drin ist, sollte auch reichen, denke ich. Damit hätten wir die Cryos. Auch nicht schlecht. Gut, gut, gut. Jetzt die Betäubungspfeile. Bola kann ich noch vorcraften. Brauche ich nur Stone. Machen wir nochmal 5 Stück oder so. Just in case. Ist eigentlich dieser Just in case? Kennt man den? Ist der wieder Biber? Okay. Jetzt brauchen wir Wolfs Luck. Pfeile haben wir. Brauchen die Wölfe. Ist ein Newtie? Nein, Giga! Das ist übrigens der Grund, warum es so schwer ist, auf Island Gigas zu finden, ne? Falls ihr euch das mal gefragt habt. Weil die Affen andauernd ihre Köpfe ins Mesh stopfen. Eben so schlechte Spawnzonen. Und da ist ein Rudel Wölfe. Nice. Gleiche Stelle, gleiche Welle, oder wie man so schön sagt. Stamina hochrecken, Situation auschecken und dann passt das. Ich sehe 3. Ich sehe sonst keine weitere Gefahr, right? Ich sehe 4. Okay. Abfahrt. Aua. Female. Scheiß Mate Boost, ey. Hallo. Auch Female. Kacke. Mei. Das wird knapp. Nice. Two in one. Ein bisschen Wood. Das war sehr gut. Sehr, sehr gut. Level 4, Level 1, du bist mein Warrior. Oh, das war viel zu viel HP. Ist aber okay. Sind fast gerade volle Möhre in Weight gelevelt, statt in Damage.
Okay, du bist der DD-Dude. Du bist der Dude. So, jetzt wird erstmal nochmal eine Runde geheilt. Okay. Das war gut. Vom Timing her auch echt nicht verkehrt. Immer noch etwas als eine Minute schneller. Krass, das kam mir gar nicht so vor. Dankeschön für die Info, Leon. Ich würde den auch hier draußen stehen lassen und den hochheilen lassen, ne, wenn ich nicht Schiss hätte, dass den irgendwas killt. Dankeschön, Wolf. Speaking of, wenn ich nicht Schiss hätte, dass den irgendwas killt. So viel dazu, ne? So, mehr als die 700 HP kann ich gerade, glaube ich, nicht gut. Ah, wobei, komm, den heilen wir noch weiter ein bisschen. Das ist wichtig und richtig. So, 1000 HP, das ist mein Kampfwolf. Oder? Ne, ist er nicht. Das ist mein Damage-Wolf, der nicht mal 10.000 Midi hat, merke ich gerade. Hätte ich aber trotzdem einpacken können. Wobei auch du noch den kurz aufessen kannst. Genauso gut eigentlich auch den. Es waren halt offensichtlich zwei, auch nicht schlecht. Wobei, Moment, das machen wir anders. Pack das in den Pete rein. Der hoffentlich bleiben wird, wo er ist. Und dann kann ich die damit oben noch weiter hochheilen. Kickt auch nicht so schlimm in das Ding, ist von ihm rein, in Stamina. Und hier ist auch grundsätzlich keine Gefahr. Ich kann den PT also durchaus hier stehen lassen. Ich stelle mir trotzdem noch wieder einen Berg hier hin. Welcher ist der richtige Wolf? 89, 92. Der kommt mal hier weg. Komm, komm, komm. Und wir gehen los. Abfahrt rein in die Cave. So weit so gar nichts. Dann ist wahrscheinlich wieder hier umso mehr, ne? Ja. Aber hier kann ich den Wolf nicht raushauen. Warte mal, lol. Wild. Einfach gecheased. Okay, keine Ahnung, was die Spinne hier will. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da kann ich gerade nichts gegen machen. Scheiße. Moment. Was anderes als das bleibt mir gerade nicht übrig. Okay. Okay, okay, okay. Keine Ahnung, wo die herkommen. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Ist aber nicht so schlimm. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, wo die hergekommen sind. Die waren doch vorher nicht da. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Alles gut. A little bit of a Monk S moment, but it's alright. Bin ich auch slightly overweighted. Und ich muss noch ein bisschen Holz mitnehmen, ne? Das ist nicht gut. Das muss weg. Meine Rüstung ist auch ein bisschen kaputt gegangen. Weg damit.
Ich habe zu viel Meat dabei. Mal schauen, ob ich den Giga jetzt sehe. Na, hoffentlich nicht. Bin, glaube ich, schon dran vorbei, tatsächlich. Ich kann kein Holz mitnehmen. Das ist schlecht. Aber ich brauche das Meat oder ich will das Meat haben, sagen wir es so, ne? Ich mache, glaube ich, vielleicht einfach zwei Touren. Nein, ich muss ein bisschen Holz, ein bisschen Meat loswerden, sonst gibt es keinen. Ich brauche das Holz. Das ist ein übler Umweg, wenn ich einmal hoch und wieder runter gehe. Ich sag mal, das reicht. Ich hoffe es. Wäre doof, wenn nicht. Geh mal davon aus, dass noch was in der Forge drin ist. Fuck, nein, das wird niemals reichen. Das war dumm. Ich brauche auch noch für die Grappling, für den Crossbow noch Holz. How to waste time. Oh, jetzt reicht's aber. Okay, okay, okay. Hat die Käfer Zeit gekostet. Sehr viel. Sogar unnötig. Unnötig viel Zeit durch die Viecher und dass ich da nicht den Crossbow, den Dingens hinspielen konnte, hinwerfen konnte. Den Wolf. Der eigentlich dafür da ist, um mir in so Situationen den Arsch zu retten, aber das ging jetzt hier gerade leider nicht auf. Meat, Meat. Stone für die Smithy fehlt noch. Alter, hatte ich so viel Metal noch dabei? Das bleibt hier. Follow range low. Ah, der braucht ein bisschen mehr HP noch. Gut. Ist doch gar nicht so schlecht bisher. Und Abfahrt. Möglichst einen cleanen Affen wie gerade, damit ich nochmal ein bisschen nachheilen kann dann. Und dann ist alles gut. Kacke, der hat meinen Wolf weggeworfen, aber das passt, er kommt. Jetzt ist nicht gut, geht drauf. Oh, er ist übel geslowed. Nein, er stirbt, oder? Lebt er noch? Er lebt noch. Boah, der Stein ist sogar noch getitscht, ey. Eieiei, der Wolf war actually useless. Der hat nichts gemacht. Hat halt direkt den ersten Stein abbekommen, ist deswegen voll zurückgeflogen, wurde dann von den kleinen blöden, Kacke werfenden Affen weggeschoben und kam einfach nicht zum Angreifen. Leider. Aber okay. Ich habe noch Meat auf der Null, dankeschön. Ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen, reinzufeeden. Aber I try. Noch ein bisschen habe ich noch geschafft. Oh, das kommt weg. Die kommt in eure Cryopods rein. Und dann ziehen wir weiter. Wie er nachgerückt ist, so als ob er.
Wo ist mein Seth? So. Grappling Hook und Crossbow auf der Taste. Wolfies hier hin. PT brauchen wir nicht, Cryon. Einfach weil ich kann. Hat keinen weiteren Grund. Okay. Und auf zur Cave. Hab ich hier noch was dabei, was ich nicht brauche? Ja, das, das. Oh, ich brauche noch einen Bag mehr. Beziehungsweise, was fehlt an Mats? Fiber. Ugh. Die sind hier halt echt nicht geil zu farmen, ne? Hätte ich gerne da oben noch mitgenommen. Zum einen ist im Schneebiom nicht gut Fiber farmen, weil die Büsche immer direkt weg sind. Und zum anderen kommt halt jederzeit irgendein Kackvieh aus dem Gebüsch gerannt. Hab ich noch genug? Ne, ich nehme auch noch ein bisschen Fetch mit. Als Backup für eventuell noch einen Sleeping Bag. Man weiß ja nie, hatten wir ja gerade alles schon, ne? Das Holz brauche ich auch nicht mehr. Angepeilte Zeit für mich ist 1 Stunde 30. Für mich. Rekord liegt höher. Lovias gedodged. Gut. Wichtig. Das war ein Polovia gerade hinter mir, oder? Den ich nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt bin ich mittlerweile ein bisschen scared von dem Part hier. Ha, hallo. Bogen kann auch weg. Ja, genau schon. Genau genommen schon, aber I don't know. Erstmal das hier hinbekommen. Das ist erlaubt? Ja, das ist erlaubt. So macht man die Ice Cave in unter 2 Minuten, statt in 20 oder wie viel man sonst braucht, indem man das so macht. Und weiter geht's. Okay. Center Cave next. Und dann geht's weiter. Ey, ganz ehrlich, der Skip, ne? War einfach überhaupt kein Thema mehr. Die ganze Zeit nicht. Warum plötzlich? Und wieso habe ich kein... Habe ich noch ein Sleeping Bag? Weiß es gerade nicht. Es war clean. Danke. Ja, ist auch so. Doch, ich habe noch ein Sleeping Bag. Aber gerade eben in dem Run, als es wichtig gewesen wäre, dass es funktioniert, da hat es einfach nicht geklappt. Ich habe übrigens, hatte jemand unter dem ich lerne, wie man Island in so und so einer Zeit oder Ark in so einer Zeit durchspielt, Video jemand kommentiert gehabt, Road to Speed-Randale. Und dann dachte ich mir so, ich werde einen Scheiß tun und das, diesen Run irgendwo spielen, vorspielen. Also das Ding ist ja, das ist ja einfach
so dermaßen zum Scheitern verurteilt. Ne? Was sind das für Tiere? Parasauren. Okay. Schlägt er den PT, weil er unartig war. Die regenerieren schneller Stamina, wenn man denen mal kurz eine Schelle gibt. Habe ich jetzt nur gemacht, weil ich Krokodil gehört habe. Sonst hätte ich da niemals eine Grapple benutzt für. Aber Krokodil, also Sarko, kann mich mit der Barrel Roll halt komplett hops nehmen, wenn ich da unten drin bin. Okay. Better safe than sorry. Ich brauche genau genommen nur eine Grapple für die Swamp Cave. Ob das tatsächlich ausreichend sein wird, wird sich zeigen, aber grundsätzlich, ne? Früher konnte man bei der Cave, okay, jetzt drin war, beim Artefakt einfach runtertauchen und man spawnt oben wieder. Das wäre natürlich auch nice, ne? Da kickt wieder die Motion Sickness. Okay, es wäre sinnvoll, jetzt ein bisschen Fleisch noch mitzunehmen. Aber mein Inventar sagt halt quasi nein, nö. Gar nicht. Bei der Broodmother darauf zu pokern, dass ich da was abbauen kann, ist mir... Na komm, ich mach einen Heal-Stop. Scheiß drauf. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Killt mal hier bitte alles gerade, danke. Ja. Ich weiß, ihr seid wütend, da muss man auch mal heulen. Junge, was war denn hier bitte an Insekten? Das ist ja anders bäh gewesen. Oh, wir healen. Puh, 53 Minuten. Mal gucken. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Aber ich mach's wie auch gerade. Die flüchten! Wie auch gerade schon erwähnt, better safe than sorry. War jetzt ein Move, den man vielleicht nicht unbedingt bringen sollte in einem Speedrun, bin ich ehrlich. Aber mein Gedankengang war gerade, bevor die sich umdrehen und meinen PT beißen und der kein Stamina mehr reckt, mache ich sie lieber weg. Uff. Gitus Gallimus Maximus im Hintergrund, auch nicht schlecht. Für die Befriedigung, ne, das nicht. Dingensdongens wird nochmal interessant, ne? Drache auf jeden Fall. Das ist alles eigentlich noch interessant. Ich muss jetzt nicht so tun, als wäre irgendwas jetzt hier nicht mehr interessant. By the way. Kann überall jederzeit noch vorbei sein. Bin gut in der Zeit. Ja, das stimmt. Ich bin sogar eigentlich sogar sehr gut in der Zeit. Die restlichen Sachen gehen jetzt nochmal sehr fix. Broodmother geht fix. Swamp Cave geht grundsätzlich auch fix. Auch Drache geht fix. Das ist... Wobei Drache da noch mit am längsten dauert. Ich glaube, von dem, was jetzt als nächstes alles kommt, ist Drache wirklich das, was am längsten Zeit in Anspruch nimmt. Und abhängig davon, wie viel Schaden ich bekomme, halt natürlich die Zeit, die ich danach brauche, um die Wölfe wieder zu heilen. Der easy Part ist rum. Grundsätzlich ist eigentlich gar nichts so richtig easy, weil das halt immer noch arg ist und jederzeit kann das Ding halt durch sein. Ihr seht das ja, ich bin ja schon an den bescheuertsten Stellen gestorben.
Aus bescheuertsten Gründen. Okay, kurz ein bisschen Stamina hier, auch wenn da oben gerade ein Parasaurus wegläuft. Und der eventuell von dem Raptor gechased wird oder so. Mal los. Run mit Moshops. Ah, genau. Barrel. Ja, schon ein Quetz. Der zweite Quetz, den wir begegnen heute. Alter, free meat. Wäre geil, wenn ich es gebrauchen könnte, aber kann ich nicht. Da. Mit einer der schönsten Sachen, wenn die Radialmenüs sich verändern. Ich muss sagen, das Update damals für die Turrets war auch geil, wo das da passiert ist. Wo einfach eine Option mehr reingekommen ist. Du spielst tausende Stunden mit dem gleichen Move, gewöhnst dir das an, auf einmal ist da einfach ein Punkt mehr im Radialmenü und du drückst andauernd auf das Falsche. Hab ich ja geliebt. Hab übrigens gerade überlegt, ob ich vielleicht im Vorhinein schreien kann. Also den Buff, ne? Damit ich mir die Zeit in der Broodmother Arena hier sparen kann. Aber ich war mir nicht sicher, dass nachher ist der Buff weg und dann stehe ich dumm da. Das wäre irgendwie auch doof gewesen. Also habe ich es dann doch direkt gemacht. Die hat mir gut Damage gemacht, tatsächlich. Was? Er hat nicht so viel kassiert. Egal, ich kann die Zeit trotzdem nutzen, das ist gut. Um wieder einen Ticken hochzuheilen. Schön, 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 schön. Wie weit muss man in der Tech Cave kommen? Naja, bis zum Ende. Muss bis zum Ende durch und den Overseer halt killen, ne? Letzte Mal, also der letzte Run, der ansatzweise in die Richtung ging, dass ich es geschafft hätte, durchzuspielen. Ich habe ja halt noch nie einen, noch bisher, außer dem 3-Stunden-Run, knapp 3-Stunden-Run auf YouTube, habe ich es dann noch gar nicht mehr geschafft, mit dieser Route einen Run zu Ende zu bringen. Den einzigen, den ich fast geschafft hätte, da hat mich ein Mikroraptor hops genommen in der Tech Cave. Kann man aber auch sagen, weil ich es einfach nicht vorsichtig genug gespielt habe. Aber das ist halt genau das Problem, ne? Die Kombination vorsichtig spielen, oder das Wort vorsichtig spielen in Kombination mit einem Speedrun passt nicht so wirklich. Das ist halt leider Arsch. Tech Cave ist der Eingang zum Overtypen, genau. Genau das. Schon wieder dunkel. Und müde? Nee, nicht so richtig. Das ist auch echt nicht gut, weil ich bin halt eigentlich viel zu aufgekratzt jetzt noch. Ich würde wirklich mal... I don't know. Mein Kampfkeks. Jetzt noch der Drachenboss. Erstmal Swamp Cave. Der Frühschicht-Gamer. Erstmal jetzt Swamp Cave. Dann Drache. Dann Tech Cave into Overseer. Also ich habe genau genommen, habe ich noch vier Checkpoints. Also, oder sagen wir, vier Dinge vor mir. Warum geht der erste Schlag einfach immer ins Nichts? Die sinken jetzt sogar schon Faustschläge in dem Spiel? Ich hoffe, ich werde nicht wieder vom Tüler aus dem Himmel geholt. Das wäre ungeil. Weil wie wir festgestellt haben, killen die mich binnen Sekunden. Und zwar so schnell, dass ich nicht mal reagieren kann, einen Wolf rauszuschmeißen. Wäre blöd. Ich würde halt vielleicht doch mal höher fliegen. Also ich würde halt doch gerne über den Bäumen einfach fliegen. Aber da muss ich so hoch, dass die Stamina nicht ausreichen wird. Nehme ich an.
Moin, Seppwock. Huch. Wie lange machst du noch? Das ist der letzte Run. Also wenn ich sterbe, dann werde ich auch kurz darauf den Stream ausmachen. Weil dann bin ich gebrochen für heute. Wie viele Runs habe ich gemacht? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Waren schon ein paar heute. Fuck, ich weiß nicht, welcher der richtige Wolf ist. 89, 92, er ist es. What the fuck? Okay. Hauen sie ab, Ekos. Harvest Settings, Disable Resource Harvesting. Disable Victim Aufhebening. Rüstung an. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ich gehe da jetzt rein. Machen wir noch einen zweiten Bag. Rasier komplett durch. Ich sollte noch heulen. Ich kann nicht heulen, weil ich alleine bin. Passt. Schnell zum Artefakt. Alles killen auf dem Weg dahin. Und Abfahrt. Muss mich selbst halt gleich auch nochmal hochheilen. Keiner scary. Jetzt fliege ich mal ein bisschen höher. Suicide plus Respawn am Back. Ja, hätte ich halt wirklich machen können, ne? Vielleicht wäre das sinnvoll gewesen. Allerdings habe ich auch recht viel Meat und ich habe nicht viel Leben. Also ich brauche nicht so lange, um mich hochzurecken. Wo bin ich denn lang geflogen, Alter? Scheiß Nebel. Ich habe den Obi nicht gesehen. Aber passt. Ich meine, ich bin auch jetzt schon wieder Half-Life, ne? Also... ich muss halt nur mal scheißen, damit ich wieder recken kann. Der Drache ist nochmal ein bisschen scary. Ich nehme hier noch ein bisschen... Ne, kann ich nicht. Kann jetzt kein Hide Farm, kein Meat Farm, dauert zu lange. Ich meine, ich kann auch ohne mich zu heilen den Drachen machen, genau genommen, ne? Ich darf halt nur nicht getroffen werden von so einer Bombe. Wenn ich so ein Ding abbekomme, ist halt over. Aber ich glaube, das überlebe ich auch nicht mit Full Life, um ehrlich zu sein. Wenn ich Glück habe, sind am roten Obi Tiere. Ich brauche nicht unbedingt, aber der eine Wolf ist ein bisschen am Arsch vom Leben her, glaube ich. Was haben die denn? Der ist full. Ja, wobei, dem fehlen 500 HP. Der ist eigentlich, ist der full life. Weil ich den habe da auf die 300, ich habe den auf 3k gelevelt und so viel sollte der eigentlich gar nicht haben.
Hier sind natürlich keine Tiere. Ich gucke kurz. Ich glaube, man muss ja bedenken, dadurch, dass der mehr HP hat, kriegt er auch mehr HP durch den, mehr Damage durch den Dot-Schaden. Also eigentlich muss ich den noch ein bisschen heilen. Komme ich nicht drum herum. Und das sollte mehr als ausreichend sein. Was ist dein bisheriger Rekord? Ja, wie gesagt, mit der Strat noch gar nicht. Grundsätzlich, ich glaube, 2,5 Stunden. Also das halt, was halt auf YouTube eh schon ist. So, den Rest können wir machen, wenn wir reinporten. Disable Resource Harvesting. Follow Range ist bei dir immer noch gleich, oder? Ne, Medium, muss auf Low. Und du machst auch Disable Resource Harvesting. Und wir gehen rein. Ne, nicht unter 2 Stunden habe ich nicht. Ich glaube, unter 3 Stunden ist das Video oder so. Ich hoffe, der Wolf macht nicht wieder so eine Faxen, wie er es beim letzten Mal gemacht hat. Bin auch schon wieder Full Life mittlerweile. Dass meine Rüstung ein bisschen am Arsch ist, ist nicht cool, aber es ist okay, weil ich habe die noch. Komm ran. Wir haben Arbeit zu tun. Wolf weigert wieder zu followen. Weigert sich wieder zu followen, das ist auch nicht schlecht. Sagen. Wollen sie noch was machen oder wird da nix? What? Okay, Zeit für Ads. Autschen. Ich habe Broken Bones. Ich habe nochmal einen Feuerball abbekommen. Das ist überhaupt nicht gut. Und der blockt mich. Der Idiot. Dulli. Okay, jetzt rein da. Vielleicht keine Stamina mehr auf meinem Wolf. Ja, Wolf. Oh, in der ersten Rotation. Nice, nice, nice. Ich habe nicht aufgepasst. Mich hätte es fast an den scheiß Feuerbällen zerrupft, Alter. Das war mehr Glück als Verstand, bin ich ehrlich. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich hatte nur Full Fokus auf die Ads. Das kann weg. Mein Wolf noch ein bisschen heilen. Okay. Auf zum letzten Part. Der mich letztes Mal gekillt hat. Die Tech Cave. Wolf ist fast full life. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was in der Cave sammeln gleich. Okay, ruhig bleiben. Eieieiei. Veria, es ist zu früh zum Jubeln. Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Aber noch ist es nicht so weit. Es ist immer noch, es steht immer noch was vor uns, wo es vorbei sein kann. Das Element. Ja, das Element braucht kein Schwein, deswegen habe ich es weggeschmissen. Dankeschön für die 5 verschenkten Subs, Veria. Guten Morgen.
Alle, die geweckt wurden. Was macht mich trotzdem wieder nervös, ne? Warum? Verstehe ich nicht. Ich hasse es, nervös zu sein. Selbe Feeling wie bei Rivals damals. 2 Stunden 26 auf YouTube. Okay. Deine Unterlegene. Lul. Ich dachte, das heißt Untergebene. Nicht Unterlegene. Unterlegene klingt toss. Alter. Mit so viel Movement Speed vom Tier abzusteigen, ist einfach int, ne? Man fliegt, fliegt, fliegt wie ein Flieger. Okay. Stop it, Vayne. Lol. Faye. Wir sind hier nicht bei irgendwelchen Hentai-Shoshs. Würde ich nur bei Erfolgssubs verschenken, wäre ich nicht bei 191. Wow, danke. Danke, 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 danke. Ich sollte mir mal wieder einen Fallschirm machen und den auf die 4 legen. Falls was... Ne? Man weiß ja nie, was passiert in der Tech Cave. Ich glaube, in der Tech Cave kann man nicht grappeln, oder? Not sure. Naja, allein der Weg bis hierhin war schon ewig, ewig lang irgendwie. Am Anfang muss ich eigentlich Harvesting anlassen. Ne, kann ich auch noch. Kann ich auch am Ende noch machen. Hast du hier wieder Low? Okay, Wolf, wir gehen. Ich sagte, okay, Wolf, wir gehen. Danke. Der Point of No Return. Wie nah soll ich denn bitte ran? Aha. Ist hier was in der Ecke? Ist nix in der Ecke. Merkwürdig, aber okay. Ich hoffe, jetzt kommen hier nicht von irgendwo wieder Mikroraptoren an. Das ist absolut scheiße. Okay. Ist aber gut. Es hätte noch Jod gegangen. Ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht, ne?
Ich habe nicht geheult. Fuck you. Aber sowas von einfach nur fuck you. Machen wir gerade was. Oh mein Gott. Viel zu viel Zeug. Geht der Wolf so noch fit? Ich glaube ja, ne? Und wenn der Juti den... Zum Glück macht der Juti zuerst immer den Buff. Wenn er was anderes gemacht hätte, wäre Arsch gewesen. Wie viel Weight hast du? Das passt, okay. Du hast auch genug, oder? Nochmal eine richtige Drehung zur Sicherheit. Scheiß Mikoraptor. Bitte saved mich. Tiere, saved mich. Saved mich. Danke. Ich habe sein Harvesting nicht wieder ausgemacht. Das hat mich fast gekillt. Einfach weiter clean runterspielen. Da ist ein Juti. Ich hoffe, ich aggro den nicht von hier aus. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Ich muss wieder heulen, ne? Avu wurde getan. Ist der Giga da? Ja, Giga ist da. Okay, Buff ist da. Angriff. Got it. Okay. HP ist fein, das kriege ich hochgeheilt. Mit dem Fleisch, was ich habe. Let's go. Nur noch der Overseer. Also es wird halt nicht besser, ne? Also... Von der Aufregung her, meine ich. Reicht die Minute zum Hochheilen? Ja, oder? Sagen wir, es reicht. Activate und rein. Letzte Etappe, Leute. Letzte Etappe. Pray for good RNG, dass der einfach nur Affe, Drache, Broodmother und RIP, meinetwegen. Alles andere ist mir komplett egal. Food ein bisschen hoch, beziehungsweise eigentlich ist es smart, Food unten zu lassen.
Was? Fuck, Mann. Oh. Moin, Holla. Also ich mein Weltrekord ist done, ne? Da sind wir 10 Minuten drüber. Ist mir aber egal. Mein, was ich anpeile, sind 1,30. Und das ist machbar. Ich wollte eigentlich Anime gucken. Ja, ich, I can be your Anime oder so. Was? Ruhe jetzt, Konzentration. Jetzt ein Pulsmesser haben, ey. Ich nehme mal kurz Stamina recken. Der Wolf kommt mir irgendwie ein bisschen lahm vor. Der ist nicht overweight, oder? Nee, alles in Ordnung. Oh Junge, meine Hände. Abfahrt. Let's go over here. Letzte Etappe. Buff, buff, ja. Hätte ich aber actually hier vorne machen sollen. Rex Stamina. Wir müssen direkt beißen. Okay. Nice. Erstmal eine gute Phase. Spinne, super. Noch weg, ey. Noch eingenetzt. Nice. Gute zweite Phase. Drache. Bitte Schild weg. Nice. Nochmal eine gute Phase. Oh. Nice. Das ist so free. Wenn jetzt nicht irgendeine weirde Scheiße passiert. Drauf. Let's go. Beiß, Junge, beiß. Ja! Ah! We did it! Unter 1,30. Oh mein Gott. Alter. Oh, mein Herz. Alter. Boah, hab ich einen Puls. Leck mich am Arsch. Oh. Alter, ich bin done, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig. Und Time. Stopp. 1,25, 55. Ich habe keinen Ton in der Cutscene, aber das ist egal.
Oh. Alter. Hilfe. We did it. Unter 1,30. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh, mein Herz. Oh. Ich habe sogar noch den Timer zu spät gestoppt. Boah. Boah, bin ich fertig, Alter.